Und mit dieser warmen Begrüßung herzlich willkommen zurück zu Gothic 2, die Nacht des Raben. Mir ist letztes Mal spontan noch eingefallen, dass hier diese Zwischensequenz kommt und ich wollte eigentlich die dann als Beginn der neuen Folge verwenden. Weil die meiner Meinung nach sehr schön getroffen. Weil diese Zwischensequenz da ist nichts zu holen. Ein sehr guter Auftakt ist für eine Folge, aber kein allzu gutes Ende. Sie verspricht ein bisschen Action. Und das wäre ja sehr enttäuschend am Ende einer Folge, wenn ich das dann danach nicht direkt einlösen könnte. Hoffentlich folgt ihr mir jetzt nicht, oder nicht? Uah! Was machst du denn hier? Ich habe doch deine Kollegen schon beseitigt. Moment, sind das die Blutfliegen wie auch Corinnes oder sind das andere? Weiß ich gerade gar nicht. Du nervst mich. Bleib mal unter mir. Geht doch. Nicht zu holen. Nein, das sind die gleichen Blutfliegen wie in Corinnes. Die geben nur 40 Erfahrung. Obwohl sie früher im Minental 70 gaben. Und wahrscheinlich auch ein bisschen stärker waren. Waren sie stärker? Ich weiß es gar nicht. Keine Ahnung. Aber ich habe gerade gesehen, die alte Burg, also das alte Lager, wurde wohl von Drachen angegriffen und verwüstet. Das ist ein bisschen schade, denn das wäre jetzt mein erster Anlaufpunkt gewesen. Erstens, weil es hier direkt in der Nähe liegt und zweitens, weil ja dort auch die paar Leute noch sein sollen, die den Angriff überlebt haben. Und ich gehe davon aus, dass hier noch irgendwelche bösen Horden ihr Unwesen treiben. Böse Horden, ne? Warum stehst du hier rum? Ich komme aus der Burg. Sie haben mich geschickt, nach den Vermissten zu suchen und die Gegend zu erkunden. Hier werden auch Leute vermisst? Vermisste? Beim Angriff der Drachen sind einige abgehauen. Ach so. Die meisten haben es nicht geschafft. Wen wundert's? Aber wenn es noch Überlebende gibt, werde ich sie zurückbringen. Kannst du mir helfen, in die Burg zu kommen? Klar, aber du musst mir einen Gefallen tun. Wenn du es bis in die Burg schaffst, dann sprich mit dem Paladin Oryk. Sag ihm, dass es seinen Bruder oben am Pass erwischt hat. Wie komme ich in die Burg? Zunächst mal kannst du den direkten Weg vergessen. Aber wenn du die Burg einmal umkreist, hast du von der Rückseite eine Chance. Du solltest die Wege meiden und den Fluss nutzen. Am besten du schwimmst ein Stück flussabwärts, von da an ist es leichter. Hinter der Burg steht eine Orkramme, darüber kommst du hinein. Schleich dich so nahe wie möglich an die Orks ran und dann lauf. Wenn du schnell genug bist, kannst du es schaffen. Das klingt ja gut. Was muss ich über diese Gegend hier wissen? Wenn du überleben willst, dann geh zurück. Wo auch immer du hergekommen bist. Die Grünfälle belagern seit Wochen die Burg. Und irgendwo verstecken sich auch diese Drachen. Das ganze Minental wimmelt nur so von Orks. Ganz egal, wo du hin willst, das wird kein Spaziergang. Ja, das Minental ist wieder voll mit Gegnern. Ist mal wieder relativ gefährlich. Das war es ja früher auch schon in Gothic 1. Ja, Hilfe! Ich glaube, er hatte recht mit dem, ich sollte den Fluss benutzen. Hui, du kannst bestimmt nicht schwimmen, oder? Ach, Moment. Du bist gar nicht so stark wie der in Corinnes, vor dem Garn Angst hat. Na, dann komm mal her. Ach, das ist ein normaler Snapper, okay. Hui! Nicht so. Das war knapp, möchte ich meinen. Aber es hat funktioniert. Es hat funktioniert. Wenn auch knapp. Geld. Yo, ich brauche Heilung ganz dringend. Was nehme ich denn da? Ich könnte zum Beispiel... Was? Ist das ein dauerhafter Bonus? Nee, ne? Nee. Ich betrink mich einfach mal ein bisschen.
mit Bier. Komm, dann habe ich das zu... Ach ja, andererseits... Wir wollen vielleicht irgendwann mal Leute irgendwas zu trinken haben von mir. Nee, komm, das ist mir jetzt zu blöd. Ich schnapp mich immer wieder hier Blau wieder. Und dann fehlen mir noch 2 Mana. Hä, wieso das denn? Hab ich denn 2 Mana verloren? Keine Ahnung, gib mal her. Das will ich auf jeden Fall auffüllen. Und dann fehlen mir 90 Lebenspunkte. Das heißt, eigentlich sind die Tränke zu schade. Eigentlich sind mir die Tränke zu schade dafür, ehrlich gesagt. Die würde ich wirklich aufheben für, wenn ich im Kampf bin und wirklich schnell mich voll heilen muss. Wenn ich gerade irgendwo in Deckung gegangen bin oder so. Aber gut zu wissen, dass ich einen Snapper besiegen kann. Wenn ich einen Snapper besiegen kann, dann schaffe ich das doch bestimmt locker mit einem Lurker, oder? Zumal ich ja hier eh den Fluss entlang reisen sollte. Laut dem Tipp von dem Typen. Das Schöne ist, wenn ich den Lurker schaffe, auch wenn es danach gerade nicht so aussieht, dann kann ich bei Greg oder Gregs Schätze besorgen. Oder zumindest den einen. Naja, ich muss ja schon sagen, so ein bisschen ätzend war das jetzt schon, ne? Oh oh, da bin ich fest. Bin ich gerade seitlich gesprungen? Lurker, was tust du? Nein, nicht springen! Abhauen, Mann, abhauen! Das geht hier mal gar nicht. Oh, ein Wilz. Ein Doppelpilz. Hab ich gerade Pilz gesagt? Das war die Mischung aus D für Dunkelpilz und Pilz. Wo ist er denn? Lurker? Lurker? Ist er da bei dem toten Snapper vielleicht? Ja, vielleicht. Ach ja. Was habe ich denn hier, was Lebenspunkte gibt? Ja, 5 ist blöd. Die großen will ich eigentlich verbauen in Tränke. Komm, dann gebe ich mir immer so ein paar 20er. Da werde ich ja wohl nicht 26 Stück brauchen. So. So ist gut. Und vielleicht, nachdem ich so viel getötet habe, wieder einen auf den alten Feigling machen und speichern. Ich glaube, da ist der Lurker drin, oder? Ach nee. Hä? Verdammt! Das tut dem nicht weh. Eisenpfeil vielleicht? Hallo? Nee, 6. Nein. Auch nicht. Na, klasse. Jetzt habe ich keinen Eisenpfeil mehr. Ach du Lurker, was tust du denn da? Bist du blöd? Kannst du nicht schwimmen? Ah, jetzt kommt er raus. Das ist ja interessant. Das heißt, der Lurker kann nicht schwimmen. Warum können Lurker bitte nicht schwimmen? Muss ich das verstehen? Nein! Nicht! Lass das! Töte mich nicht! Ich tue dir auch nichts! Quasi. Oh oh. Jetzt zum Beispiel ist ein guter Zeitpunkt, Tränke zu. Verdammt. Okay, anderer Plan. Weglaufen. das hat auch nicht funktioniert. Als ich gesagt habe, anderer Plan war mein eigentlicher Plan, ein bisschen Mana auffüllen und wegteleportieren. Aber dann habe ich gemerkt, er ist viel näher, als ich dachte. Ach, jetzt kommt. Jetzt schafft er es aus dem Wasser! Das Spiel ist ein bisschen inkonsistent, wenn man speichert und lädt. Das Problem ist jetzt, wenn ich zu Jargan hinrenne, wird er mir vielleicht den Lurker töten und die Erfahrung abstauben. Die will ich aber für mich. Deswegen ist Weglaufen jetzt gerade halt eben doch keine Option. Zumal ich gerade eh relativ gut dastehe. Relativ gut, ne? Relativ gut. So. Oh Mann, ey, was ist hier alles? Ach, wisst ihr was? Ich habe doch jetzt genug Fleisch. Ich müsste das mal braten. Dass ich mir locker mal das gebratene Fleisch reinziehen kann. Da muss ich ja nicht immer diese ganzen Heilkräuter verschwenden. Und in der Burg kann ich bestimmt anbraten, oder? Bestimmt. Komm, Pilz hinterher. So, habe ich denn eine Karte von hier? Ich glaube nicht, ne? Im ersten Teil hatte ich eine, aber wenn ich jetzt auf die Karte schaue,
dann sehe ich die Stadtkarte von Korinnes. Sehr schön. Das ist natürlich Unsinn. Ich bin hier nicht in Korinnes Stadt. Ich bin hier in Korinnes Land. Und leider ist das Miedental auf der Karte der kompletten Insel irgendwie nicht verzeichnet. Genauso wenig wie der neue Teil, den die Magier, die Wassermagier erforschen. Was ist da drüben? Orks. Okay. Ich dachte, das wären Menschen. Aber nein, das sind Orks. Das ist ein bisschen gefährlich da drüben. Aber genau, Jaga, wie heißt der? Keine Ahnung, der Typ da. Der meinte ja, ich soll den Fluss ein bisschen lang. Da wird's dann sicherer. Ich höre einfach mal auf ihn. Ich meine, wenn er schon unterwegs ist, um Vermisste zu suchen, dann wird er sicherlich auch eine Möglichkeit gehabt haben, hier rauszugehen. Vielleicht auch eine Möglichkeit haben, wieder gut reinzukommen. Und ich sehe nicht, warum er einen Magier Innos anlügen sollte. Boah, sehr schön. Sehr gut. Nichts zu holen. Allerdings habe ich halt dafür 25 Mana rausgeballert. Wo sind die? Da sind die. Ach, guck mal. Es wären hier sogar 15 gegangen. Da hätte ich mit dem Lauflieder sparen können. Egal. 1, 2, 3, 4. Trifft das nicht im Wasser? Yep. Und 5. Nein, das trifft nicht im Wasser. Verdammt. Lurker, wo bist du? Komm raus, du Feigling. Geht doch. Naja, ich bin noch lange von einem Level entfernt. Da hinten sind ein paar Blutfliegen und wahrscheinlich seht ihr gerade überhaupt nichts auf YouTube, oder? Ich schnapp mir mal eine Fackel. Damit man hier wenigstens irgendwas sieht. Ich find's schade, dass ich nicht gleichzeitig eine Fackel halten kann und einen Zauber in der Hand. Oder sind Lurker? Lurker ist okay, aber nur als einzelner Gegner, nicht gemeinsam fliegen. Oder anderen Gegnern oder zwei davon oder so. Komm schon, Blutfliege, bleib stehen! Kommt sie? Ach komm, wisst ihr was? Ich habe doch hier so eine tolle Rune. Die sie nicht verbraucht. Da kann ich es mir doch leisten, ein paar Zauber zu sprechen. Was ich allerdings nach wie vor bräuchte, wäre etwas mehr Mana und einen sicheren Ort vor dem Lurker. Vor dem Lurker zu verstecken. Warum hat meine Fackel gerade nicht hell gemacht? Macht die Fackel gerade überhaupt irgendwie hell? Ein bisschen, ne? Er hat abgelassen. Ja, ja, okay, die Fackel wird schon ein bisschen hell. Oje, oje, oje. Oje. Ich bin so verzweifelt. Ich habe keine Ahnung, wie ich hier weiterkommen soll. Naja, ihr seid ja ein Stück den Fluss runter, ne? Nicht unbedingt komplett den ganzen Weg. Zumal wir ja wissen aus dem ersten Teil, dass da irgendwann ein Wald kommt. Ich versuche jetzt einfach mal darüber zu gehen. So, hä? Warum ist die Rune nicht mehr ausgewählt? Hä? Warum ist die nicht mehr ausgewählt? Ist da drüben irgendwer? Da sind ein paar Blutfliegen, da hinten sind Orks, aber die sind noch ein kurzes Stück weg. Das heißt hier unten. Na, okay, so weit sind die dann doch nicht weg. Ach verdammt, die haben mich gesehen, oder? Sieht so aus. Sogar ein Magier ist dabei. Oje. Blutfliegen sind ja eigentlich keine schweren Gegner. Das Problem ist nur, die fliegen so hoch, dass man sie einfach nicht treffen kann. Ich brauche 16 Leben. Ja, ich nehme mal 12.
4 kann ich, glaube ich, verzichten. Da drüben ist noch eine Blutfliege. Ey, komm her. Lass dich mal treffen. Sehr gut. Jetzt habe ich immerhin eine Ausrede, einen Blaufliegen zu essen. Und wenn sie mich jetzt nicht trifft, bin ich danach sogar komplett geheilt. Okay, sie hat mich getroffen. Egal, ich esse einen Blauflieder für mein Mana. Und dann brauche ich noch 9. Ja, also 3 bin ich bereit zu verschwenden. So, meine Güte. Wo sind die Orks? Da sind die Orks. Da sind noch mehr Blutfliegen. Vielleicht bin ich auch schon zu weit den Fluss entlang gelaufen. Oder zu weit dem Fluss entlang gefolgt. Das könnte ja auch sein. Ja, da hinter den Felsen, da links sind die Orks. Und hier sehen die mich hoffentlich nicht. Ich habe nur noch eine Blutfliege. Ah, siehst du mal. Ein kritischer Treffer und sie ist weg. So, ich bin hier. Komm ich da vorbei? Oh Mann, da komme ich nicht vorbei. Was? Was war das denn? Ich war im Wasser. Ich konnte die Gegner vorher auch nicht treffen im Wasser mit meinen Feuerzaubern. Warum treffen mich die? Wie gemein. Aber immerhin ist damit eine Frage beantwortet. Ich bin noch nicht weit genug den Fluss runter. Warum bin ich hier wieder? So, da bin ich wieder. Das hat eine Weile gedauert. Ich bin ein Stückchen flussabwärts. Ich habe allerdings jetzt da hinten die Blutfliegen und den Lurker nicht gemacht. Und auch da, wo ich vorhin über den Fluss drüber bin, habe ich die Blutfliegen nicht erledigt, sondern ich bin einfach ein Stückchen flussabwärts gelaufen. Hab festgestellt, dass es wirklich ziemlich gut funktioniert, mit dem Feuerpfeil die Lurker auszuschalten. Und habe ich deswegen auch nicht vollkommen hochgeheilt, weil ich mich entschieden habe, einfach Blauflieder zu futtern und er heilt mich ja nebenbei. Und jetzt werde ich mal versuchen, an dieser Stelle ein Stückchen flussabwärts noch über den Fluss zu gehen. Da scheinen keine Gegner zu sein. Bis auf den einen Lurker eben. Ich hoffe mal, hier gibt's. Okay, da sind Blutfliegen und Wolf. Okay, da hinten sind Orks. Das ist aber irgendwie auch zu erwarten. Ich bin ja schließlich in der Nähe des Lagers. Das sind Scavenger. Mal schauen, ob ich da einen einzelnen anlocken kann. Naja, einzeln ist das nicht. Na komm. Fall doch tot um. Ah, Mist. Jetzt muss ich wegen dem einen Typen. Wegen dem einen muss ich jetzt abhauen. Ah, der kriegt den Feuerpfeil ins Gesicht. Aber ganz schnell kriegt er das. Wo bist du? So. Ist er jetzt gleich gebraten? Nee. Schade. Fände ich lustig. Ist aber leider nicht der Fall. Ach ja. Nehme ich die mal hier eben noch aus. Und ich bin leider ziemlich angeschlagen. Wie ihr seht, ich habe auch gerade das ganze Fleisch nicht gefuttert, sondern ich habe einfach von Anfang an direkt nach dem Laden die Lurker mit dem Feuerpfeil kaputt gemacht und dann einfach Blauflieder gefuttert. Dadurch habe ich weniger Schaden gekriegt. Dementsprechend habe ich auch noch mehr von den Heilpflanzen. Genau, ich habe mehr Schaden gekriegt und ich habe natürlich auch mit Blauflieder mich ein bisschen geheilt. So, jetzt bin ich vollständig geheilt. Ich bin auf der anderen Flussseite. Die Frage ist nur, wie komme ich da rein? Ich habe noch keine Ahnung. Er meinte was von einer Borgramme. Aber wo ist das? Das ist eine sehr gute Frage. Ich weiß es nicht. Aber wir werden es gemeinsam, hoffentlich in der nächsten Folge, herausfinden. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin.